So, ja, meine lieben Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, ich habe heute mir vorgenommen, wieder mal eine Aufnahmesession zu starten, und zwar eine, ja, Nacht des Raben. Stream-LP-Projekt habe ich ja jetzt angefangen, und ich würde sagen, da machen wir auch weiter. Ich muss mich natürlich bei den längeren Aufnahmepausen, ich weiß nicht, ich muss da entweder irgendwas reinkriegen, entweder sage ich, okay, ich versuche die Projekte relativ zeitnah zu machen, gerade bei größeren Rollenspielen, oder aber auch ich gucke einfach mal, ja, gucke es öfters mal so zwischendurch nebenher in die Linksbums rein. Das ist natürlich, ja, die Einstellungen sind mir zu blöd. Steuerung, das ist mir relativ egal. Spiel, Mausempfindlichkeit ist sehr hoch. Untertitel ist alles soweit okay. Da muss ich die DPI von der Mausanzeige ein bisschen hochschrauben. Gut, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Sieht natürlich sehr geil aus, aber ich würde sagen, das reicht. Ah, das ist zu viel DPI. Das ist akzeptabel. Das ist zu wenig. Obwohl das auch noch in Ordnung ist. Gut, ja, ich habe mir so eine Razer-Maus geholt, wo ich die DPI mit anhand von einem Knopfdruck, na, wie heißt's, umändern kann. Genau, ich muss jetzt erstmal gucken, wie die Steuerung so ist. Okay, ist soweit ganz gut. Jetzt würde ich mir gerne mal gucken, L war in die Quest, okay. Banditenüberfälle. Harkon, der Waffenhändler, wurde von, okay, Pablo, okay. Pablo von der Stadtwache war an der erfolglosen Suche nach den Banditen beteiligt. Die Banditen, die Harkon bestohlen haben, verstecken sich, okay, ich glaube, ich nahe bei der Stadt. Wahrscheinlich haben die Banditen Kontakt zu einem Händler in der Stadt, okay. Joe, Harkon, ein Händler in Korinnes, okay, behauptet, dass ein Mann namens Joe einfach verschwunden ist. Ich weiß, wo der ist, aber ich glaube, es gibt noch andere Möglichkeiten, um bei der Stadtwache aufgenommen zu werden, muss ich erst Bürger der Stadt werden. Genau, ich weiß allerdings nicht, was wir uns hier, wie heißt's, wo wir uns, für was für einen Weg wir uns entschieden haben. Ich weiß es selbst noch gar nicht. Ich glaube, ich hatte Bock auf einen Söldner. Bromos goldene Schale, ja, ich weiß auch, wo wir die finden. Informationen für Gavel. Gavel will Informationen über die Orks. Er will wissen, warum die Paladine in der Stadt sind. Dragoniers Armbrust. Dragonier hat seine Armbrust bei einem seltsamen. Okay, das bedeutet, das Portal. Stimmt, wir waren mit Laris, waren wir ja schon unterwegs. Gut. Teleportsteine machen wir später. Die Vermissten ist auch noch offen. Waffenhändler der Banditen, wo sind die vermissten Leute? Der Mann mit der Augenklappe, Wassermagier, Ring des Wassers, Steckbriefe und Banditen. Gut. Alles klar, dann weiß ich schon mal, wo ich etwas... Ich möchte auf jeden Fall hier noch... Mann, vielleicht können wir eigentlich essen, obwohl wir sind hier in einem Hotel. Das bedeutet, wir können noch bis zum nächsten Tag schlafen. Hm. Hast du nichts dagegen, Hanna, oder? Warum bezahlen die Paladine das alles? Ich weiß auch nicht, was das alles soll. Ich denke, zum einen wollen sie die armen Schlucker von der Straße holen, damit die keine Dummheiten machen. Und zum anderen wollen sie sich mit den fahrenden Händlern gutstellen. Jetzt, wo die Bauern sich auflehnen, sind wir auf die Versorgung durch die Händler angewiesen. Ja, das stimmt. Außerdem denke ich, wollen sie die Stimmung in der Stadt ein bisschen anheben. Lord André hat ja auch angeordnet, dass am Galgenplatz Freibier ausgeschenkt wird. Klingt super. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal pennen, dass sich unsere Gesundheit erhöht. Das ist natürlich kein Problem, obwohl der Watras würde uns wahrscheinlich auch heilen. Das ist zu weit entfernt. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Ich glaube, habe ich das mit dem Händler Farim schon gehabt? Ich weiß es nicht ganz. Erfüllte Mission der Fischer Farim. Meine ich, auf jeden Fall waren wir jetzt hier schon mal soweit fertig. Ja, stimmt, hier wollte ich größtenteils alles in Stärke investieren. Genau, dann machen wir das nämlich auch erstmal. Ich versuche natürlich auch in irgendeiner Weise, mich mit allen Leuten so weit gut zu stellen. Bin ich eigentlich schon Jäger? Hey, du. Ich glaube schon. Ich muss mal gucken, habe ich irgendwelche Fälle. Gold habe ich 1200... So viel Gold? Ernsthaft?
krass, wo habe ich denn so viel Gold her? Wo habe ich denn so viel Gold her? Obwohl, 1000 Gold ist natürlich... Doch, doch, stimmt. Wir haben hier die ganzen Fälle... ich erinnere mich. So, erzähl mir von Innos. Haben wir schon alles gespendet? Nee. Was machst du in der Stadt? Ich führe Gespräche mit den Paladinen und stehe den Bürgern mit meinem Rat und helfenden Worten zur Seite. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es unsere Pflicht, für das Volk da zu sein und den Bedürftigen zu helfen. Echt, das wundert mich, dass wir schon so viel Kohle haben. Ist das überhaupt das Richtige? Ich weiß es nicht. Spielstand laden. Das ist meins. Das ist Limmelurch. Da habe ich einfach mal... Ist egal. Ne, das ist das Richtige. Okay, gut. Jo. Amulett ist so... Stimmt, ja, ja, genau. Du kriegst ja eine Menge Kohle, wenn du mit Laris unterwegs bist und allem. Und ich glaube, ich bin auch schon Jäger. Ich meine, gut, nehme es einfach mal so hin. Ich glaube nicht, dass es da großartig Probleme gibt. Ich finde es persönlich ein bisschen viel Gold. Auf der anderen Seite, wenn man alles mitnimmt, was man kriegen kann und sich an alles so einigermaßen hält und den ganzen Shit verkauft, bis zum geht nicht mehr. Kannst du mir die, wenn ich noch welche habe? Nehme ich mal alle Dietriche mit, kann ja nie schaden. Stimmt. Schafsfell, Wolfsfelle. Das finde ich jetzt ein bisschen strange. Das höre ich zum ersten Mal. Wo hast du dich schon wieder so lange rumgetrieben? Ich brauche neue Felle. Hast du welche dabei? Ja, habe ich. Ich habe hier ein paar Felle. Gut, da fehlt ein Dialog. Ich weiß noch nicht warum. Wolfsfell, das gute Arbeit. Gut, was sind meine Aufgaben als Lehrling? Das bedeutet, wir müssen ihm einfach viele Dingsbums, viele Fälle bringen. Ansonsten brauchst du dich hier im Laden nicht blicken zu lassen. Ich komme ja schon alleine klar. Und wo soll ich schlafen? Ich habe hier keinen Platz für dich. Im Hotel am Marktplatz findest du bestimmt noch ein Bett. Warum hat dein Lehrling seinen Job aufgegeben? Mir hat er nur gesagt, es sei zu gefährlich geworden da draußen. So. Wenn es dich wirklich interessiert, kannst du ihn selber fragen. Er heißt Bartok und treibt sich vermutlich in der Nähe von Koragons Kneipe rum. Geh vom Schmied aus durch die Unterführung, dann läufst du direkt darauf zu. Ich habe gehört, du bist bestohlen worden. Von wem hast du das gehört? Vermutlich Bartok, ne? Hat er wohl wieder mal nichts Besseres zu erzählen. Egal. Ich kann dir sagen, wenn ich den Mistkerl in die Finger bekomme, ist er dran. War nur kurz mal nicht im Laden. Als ich wiederkomme, sehe ich ihn gerade noch rausgehen, mit meinem Bogen über der Schulter. Hab direkt die Wachen gerufen, aber der Mistkerl ist Richtung Hafen gerannt. Und dort ist er ihnen dann entwischt. Daraufhin habe ich ihnen mächtig Feuer unterm Arsch gemacht. Und sie haben das gesamte Hafenviertel durchsucht. Aber gefunden haben sie nichts, diese unfähigen Büttel. Ich wette, mein Bogen ist noch irgendwo in der Stadt. Ich habe den Wachen an den beiden Stadttoren Bescheid gesagt. Und die haben niemanden mit meinem Bogen rausgehen sehen. Wenn ich den Mistkerl erwische. Zeig mir deine Waffe. So, gut. Interessante Geschichte, lieber Bosper. So, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Degen. Langschwert behalte ich mal. Degen der Banditen brauche ich. Rostiges Schwert. Spitzhacke lasse ich auch mal da. Das, ansonsten kann das alles weg. Jo. Gut, lassen wir das mal so, wie es ist. Wir sind auf jeden Fall Jägerlehrling. Gut zu wissen, aber ich dachte, ja, ich weiß nicht. Das ist schon relativ lange her, dass ich immer wieder was gemacht habe. Deswegen ist das wieder so ein Hin und Her. Hast du irgendwas zum Verkaufen? Warum nicht? Wir wissen ja eigentlich relativ viel über den Bauernaufstand und der hat auch keine Dingsbums mehr. Na gut. Kann ich schon schleichen? Ja, stimmt. Okay. Gut.
Das ist jetzt die Frage. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Okay, hat nicht geklappt. Kann ich hier irgendwie hoch? Nein. So, das ist natürlich jetzt die Frage. Hier kommt man nämlich irgendwie hoch, das weiß ich. Ich weiß nur nicht genau wie. Also ich weiß schon wie, aber das ist immer so ein Hitbox-Getue. Nee, da muss ich einen Schritt zurückgehen und dann einen Schritt vor. Mit der alten Dingsbums ist das gar nicht mal so konform. Auf der anderen Seite, ich weiß auch nicht, ob ich das schon gemacht habe. Mist. Gut, ich versuche hier auf das Dach zu kommen. Wenn ich nämlich hier auf das Dach komme, dann kann ich nämlich da hinten runter und kann mir da nämlich was Cooles besorgen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich das schon gemacht habe. Das ist nämlich jetzt die Frage. Ich glaube allerdings aber, ich habe das schon, weil anders da kommt man an die Lederrüstung, die ich jetzt aktuell schon trage, gar nicht dran. Außer ich schwitze mal mit dem Matteo. Das ist jetzt die Frage. Genau, das habe ich schon gemacht. Okay. Was hast du denn hier im Angebot? Den nehme ich mal mit. Das war es aber auch schon. Gut. Ich würde jetzt gerne zum Fischer Farim gehen. Stimmt, das habe ich ja schon alles gemacht. Okay. Gut. Okay, mit dem habe ich mich schon angelegt. Laris hat mir jetzt aktuell nichts zu berichten. Hier war ich auch schon drin, weil wir ja mit Promor gesprochen haben. Das ist ja der Besitzer des Bordells. Wollen wir es mal... Komm, ja, doch. Nennen wir es mal Bordell, das ist okay. Gut. Habe ich eigentlich den Ring von Laris an? Der öffnet mir nämlich ziemlich viele Möglichkeiten. Okay, mit dem weiß ich schon Bescheid. Ich weiß es nämlich noch nicht. Hier steht nämlich noch nichts in meinem Questlog drin. Okay, dann haben wir das schon gemacht. Gut. Stimmt. Okay. Lass mich mal überlegen, was könnte man sonst noch machen? Wir könnten natürlich in der Storyline weitermachen. Wir sind ja Lehrling. Wir könnten eigentlich theoretisch... wir könnten ja schon ins Dingsbums rein. In die Miliz. Aber ich glaube, da ich auf Stärke bin, wäre Söldnerweg eigentlich auch ganz geil. Obwohl als Magier ist eigentlich auch schon nice, aber Magier, dafür habe ich schon zu viele Lernpunkte in einen anderen Weg reingesteckt, obwohl das geht noch. Aber trotzdem, Einhand, okay, ich würde sagen Einhand und Dingsbums. Einhand und Stärke würde ich gerne. Okay, das habe ich gemacht. Ich gucke mich einfach nochmal kurz um. Bospas Bogenbanditenüberfälle. Aktuelle Mission. So, hier. Bospas Bogen. Ich weiß, wo der ist, aber da kommen wir leider erst später hin. Wahrscheinlich haben die Banditen Kontakt zu einem Hehler in der Stadt aufgenommen. Okay. Habe ich da eigentlich schon meine Belohnung bekommen von dem? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich kann es nur vermuten. So, Batras, hast du mir noch was zu sagen? Jetzt sehen wir was. Zu laut Hagen wird man mich nicht vorlassen. Okay. Aber laut Hagen wird mich nicht vorlassen. Doch, das wird er zweifelsohne tun, wenn du einer mächtigen Gemeinschaft angehörst. Der Ring hat weitreichende Beziehungen.
Wir werden dir helfen, deine Nachricht so schnell wie möglich zu überbringen. Du sollst darüber mit meinem vertrauten Lars sprechen. Er wird dir helfen. Das werde ich tun. Gut. Ich will aber natürlich mich noch keiner Gemeinschaft anschließen. Ich würde nämlich gern erst nochmal so viel mitnehmen, wie ich kann. Lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, da oben stimmt. Ich kann mich genau daran erinnern. Da oben waren wir schon. Mit dem haben wir schon gesprochen, oder? Hey, du. Genau, mit dem haben wir schon geschwätzt. Das bedeutet, wir gehen jetzt erstmal hier entlang. Ich glaube echt, ich sollte mich mal einen Tag hinsetzen und da einfach mal ganz viel aufnehmen von einem Spiel aus, damit ich mich nicht immer reinfinden muss, weil das ist schon echt, glaube ich, eine extrem harte Situation auch für euch, weil es geht nicht vor, nicht zurück. Und ich mache halt irgendwas. Ah, stimmt, hier in der Höhle. So, machen wir erstmal hier die Fleischwanzen platt. Da, wenn ich die Höhle weitergehe, komme ich zu einem Portal. Aber warum gehe ich da noch nicht hin? Achtung, Spoilerwarnung. Ich weiß, dass es da einen Ort gibt. Und den möchte ich schon gerne platt machen, ja. Das Problem allerdings dabei ist, dass dieser Ork wahrscheinlich eher mehr mich platt macht. Hey, wir haben Feuerpfeil gefunden. Super. Und ein Eispfeil. Eispfeil macht 50 Schaden. Die Schriftrollen brauchen alle 5 Mana. Finde ich persönlich ganz geil. Untote vernichten. Ist natürlich auch sehr nice. Allerdings hilft das wirklich nur gegen Untote. ja. Man könnte natürlich gucken, ob ich mit einem mächtigen Zauber irgendwie, ob ich mir ein paar Schriftrollen, ich glaube, ich mache das auch. Ich nehme das Gold erstmal, da wir ja viel auf Stärke gehen, nehme ich das Gold, gehe erstmal zum Dingsbums und kaufe mich mal so richtig ein. Ich glaube, ich sollte mich, bevor ich hier alles erkunde und verlasse, mich wirklich eindecken. Zeig mir deine Ware. Genau, die nehme ich mal alle. Das hat gut Geld gekostet. Das auch. Aber das, glaubt mir Leute, das ist es wert. Eispfeil. Ja, Eisblock eigentlich auch sehr nice. Ich würde dem gerne noch ein paar Sachen verkaufen. Das kann weg, das kann weg. Also was zu verkaufen ist hier extrem krass. Ich meine, guck mal, Untote vernichten. 11 Gold nimmt der hierfür, ey, dieser Lappen. Astralen Kraft könnten wir eigentlich anziehen. Schutz vor Magie. 150. Mein Mana 10 ist jetzt gar nicht so. Brauchen wir jetzt gar nicht so wirklich. Ja, dann kriegt er das hier. Goldbrocken behalte ich mal. Laborwasserflasche weiß ich auch nicht, ob ich den. Armbrust und okay. Warum nehme ich die noch nicht? Wir können die zwar lesen, aber habe ich schon erklärt, je weiter wir fortgeschritten sind, desto mehr Lernpunkte brauchen wir, um in dieser in diesem Attributwert weiterzukommen. Und deswegen versuche ich die Sachen natürlich größtenteils aufzusparen für den Endcontent. Beschworenes Skelett wäre natürlich geil. Ein Blitz. Der macht 30 Magieschaden. Können wir aber nehmen. Gucken, ob wir den noch irgendwas Kleines verkaufen können. Komm, warum nicht alle Degen weg damit? Dann, nein, Windfaust, Blitz. Mhm. Skelett nehme ich mal. Monster schrumpfen wäre auch ganz nice. Blitzschlag. Der macht gut Damage. So, weißt du was? Ich nehme jetzt mal die ganzen, hier, diese ganzen Teile. Am Anfang, ich muss sagen, Magie ist am Ende relativ geringfügig, mächtig, aber am Anfang halt wirklich brutal.
Deswegen benutze ich halt hier so viel ich kann. Gut, hat Tränenpfeffer? Nee, das ist mir relativ alles egal. Super, ich bin eigentlich ganz glücklich. Wir sind ausgerüstet und ja. Gut, beim nächsten Mal würde ich sagen, gehen wir raus und werden uns ein bisschen mal um die Gegend angucken. Ja, bis dahin. Mach's gut. Ciao.